diesmal auch gefährlicher Distanz. Ja, das war überhaupt nichts. Jeff Strasser, zwischenzeitlich in der zweiten französischen Liga engagiert. 194 Bundesligaspiele hat er absolviert. Und jetzt also der Mann für diesen Freistoß. Ich bin schockiert. Ich glaub's ja nicht. Das ist eine der einzigen Chancen, wo die kleinen Mannschaften haben in diesen Begegnungen. Das heisst, die ruhenden Ball. Und da ist man halt nie davor gefeit, dass nicht mal einer gut geschossen ist. Jetzt der Ausgleich für die Schweiz. Blaise Couffaut. 43. Minute. Die Schweiz gleicht aus. Und wieder heißt der Torschütze Blaise Couffaut. Gott sei Dank. Das Mal ist Planck aus der Halbposition erfolgreich gewesen, schön gespielt und der Couffaut kommt zum Ball an. Und das ist das, was gefährlich gemacht hat, die Flanke, weil der Couffaut zum Ball angelaufen ist, im Rücken vom Verteidiger gekommen ist, den Kopf vor den Verteidiger gebracht hat und herrlich gemacht. Und wieder vergeht eine Ewigkeit, bis dieser Ball endlich gespielt werden kann. Dann kommt noch eine gute Finte und da kommt das 2:1 für Luxemburg. Das 2:1 für Luxemburg in der 86. Minute. Clever gespielt, toll gemacht, aber anfängerhaft, wie sich da die Schweizer Mannschaft ausspielen lässt. Wieder ein kollektiver Tiefschlaf. Kein einziger hat dort reagiert, dass der auf der Seite durchläuft und kann angespielt werden. Das darf nicht passieren.